Gut genug, 7 Wochen ohne falschen Ehrgeiz. Das ist das Motto der evangelischen Kirche für die Fastenzeit. Aber wie ist das eigentlich für einen Menschen im Rollstuhl? Was ist für ihn gut genug? Und was ist für ihn falscher Ehrgeiz? Brian Miller macht im hannoverschen Anna-Stift eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation. Seine Aufgabe, alles bei eBay zu Geld machen, was im Haus übrig ist. Falscher Ehrgeiz ist, wenn Leute zum Beispiel, die schon gut sind, zum Beispiel noch besser sein wollen, als sie schon sind. Also was eigentlich nicht mehr geht. Ja. Brians Überzeugung, man muss seine eigenen Grenzen kennen. Wenn ich etwas zum Beispiel da am Computer, wenn ich da was mache, ich kriege es aber nicht hin. Aber ich habe es versucht. Das ist für mich gut genug. Also nicht, dass ich gleich sage, ich kriege das nicht hin. Die eigenen Grenzen kennen, das ist auch für Aygül Bakecioglu ganz entscheidend. Denn ihre Muskeln bilden sich nach und nach zurück. Das Essen kann sie sich zum Beispiel nicht mehr holen. Sie und Brian werden am Tisch bedient. Wie hier beim Essen zum Beispiel. Ich weiß, dass ich es alleine nicht tragen kann und wenn ich es trotzdem machen würde. Und das wäre dann falscher Ehrgeiz. Man muss einfach wissen, was man kann und was man nicht kann. Das heißt, man muss sich selber kennen. Falscher Ehrgeiz wäre für die angehende Bürokauffrau auch, Hilfe auszuschlagen. Obwohl, ständig auf andere angewiesen zu sein, kann für Aygül durchaus belastend sein. Manchmal schon, ja. Aber halt im Großen und Ganzen gesehen halt habe ich keine Probleme, Hilfe zu verlangen. Ja, aber manchmal fällt einem das schwer, halt bei jeder Kleinigkeit Hilfe zu verlangen. Irgendwo zittern die Hände, schon allein manchmal das Trinken und da halt was Trinken einzugießen. Halt 0850 Alltagsgeschichten halt. Ne? Und das ist echt schon schwierig manchmal. Ja. So oft sie kann, benutzt Aygül ihren Rollator. Für den ist auch an ihrem Schreibtisch genug Platz. Am Computer muss sie improvisieren. Die Finger haben einfach nicht mehr genug Kraft zum Tippen. Aber auch am Arbeitsplatz gilt für sie, sich nicht zu viel zuzumuten. Wenn man nicht viel machen kann und das dann trotzdem versucht, es ist schon schön eigentlich einerseits, aber halt irgendwo ist auch Stopp und dann müsste man auch die Hand hochheben, hallo, ich brauche Hilfe.